Ja. Ich könnte jetzt natürlich... Nee, hier ist ja gar kein Wasser. Hier müsste ich... Nee, wir testen das hier jetzt nicht. Wir testen das bei uns. Wir können das ja bei uns dann machen. Das soll ja nicht das Problem sein. Wir können das ja ruhig bei uns machen. Wir haben 30 Tomatensamen gebraucht, ne? Deswegen ist, glaube ich, diese Quest jetzt... Genau, die Tomatenquest ist fertig. Aber wir machen hier, würde ich sagen, direkt weiter. Dann bringen wir gleich alles zu einem glorreichen Ende. Zu einem glorreichen Ende. Es wird skridunkel. Also könnten wir ja, wenn wir intelligent sind, in das Bett der irkischen Dame eindringen und die Nacht hier verbringen. Thank you. Hier fühle ich mich sicher. Ein Ork als Leibwache in einer Höhle. Eigentlich kann uns absolut nichts passieren. Aber ich habe hier noch ein bisschen... 3 Schlücke habe ich noch. Und auf geht's. Auf geht es. Ich überlege, ob wir vor der Quest auf diesen Berg gehen. Wäre aber eventuell nicht optimal, falls wir in der Quest noch... eventuell sowieso dahin geschickt werden. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal vielleicht die Bogenwicht-Quest an. Gehen zumindest zu dem Baum dahin, wo die alle drin sind. Und dann klucken wir mal. Oh, Gibonze. Habe ich von dir eigentlich schon... Ja, du hattest die Rinde und noch irgendwas. Ich habe vergessen, was das andere war. Oh, scheiße. Ach, egal, das können wir gleich noch machen. Ich habe jetzt auf jeden Fall... Ich habe nochmal die Map ein bisschen erweitert. Also, ne, ich habe hier aufgefüllt, dass der Rand hier voll ist. Und hier, definitiv an dieser Stelle sind Seesterne. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin Seesterne ernten, weil die fehlen uns immer noch. Das wollte ich schon so, naja, was heißt so oft? 2-mal wollte ich das, glaube ich, schon machen. Und immer ist es mir misslungen, weil ich dann keinen hatte. Aber diesmal werde ich mich nicht davon abbringen lassen. Holz brauchen wir. Alter, Zombies. Why? Why Zombies? Oh, geil, von denen kriegt man auch Nachterde. Das mit dem Kot hat mir ein bisschen zu lang gedauert. Das ist natürlich noch besser. Schnell! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Es geht gleich weiter, natürlich. So, Grassamen. Wie viele Gegner in diesem Scheiß. Naja, also als Regenwald würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Es ist ja quasi nur, es sind ja nur 100 Quadratmeter oder so, keine Ahnung. Also Lähmung ist schon heftig. Alter, ich will eine Waffe. Wie, oh, ich will eine Waffe haben. Wie geil wäre das denn? Wir haben zwar eine Waffe. Heilpflanz. Alter, wie geil. Leute, wie geil ist das denn? Wir können Heilpflanzen züchten. Alter, thank you. Och Mann, thank you not. Ey, jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich gerade stehen geblieben bin. So, hier, das sieht nicht toll aus. Die können wir ruhig mitnehmen. Thank you. Heilpflanzen, Alter. Das wird jetzt auf der Insel nichts mehr werden. Das sage ich an dieser Stelle schon mal. So, hier, das geht. Was ist denn das? Ach so, ich will eine Waffe haben. Wir haben jetzt eine Waffe mit der Möglichkeit, sofort zu töten, aber ich will eine Waffe haben mit Lähmungseffekt. Lähmung, finde ich, ist ein richtiger perverser Zustand. Den will ich selber verursachen können. Das wäre noch ein kleines Träumchen. Muss natürlich auch guten Schaden trotzdem machen, die Waffe. Uns fehlt noch ein Rätsel. Wir haben uns ja mittlerweile darauf geeinigt, haben wir auch schon besprochen, dass es 10 Rätsel geben muss oder definitiv 10 Rätsel gibt. Entweder das ist noch da hinten dann oder halt auf dem Berg. Aber wir bleiben dabei, dass es 10 Stück gibt. So, du musst nicht... Oh, ein Riesen. Du bist gar kein Wicht, du bist ein Riese. Gollum, Gollum. Yoda. Ein Mensch nähert sich. Und zur rechten Zeit sie gekommen ist. Schützenwichte wir sind. Grüngesichtige Guerillas.
Wächter der Wildnis und Hüter der Haine sind wir. Aber in letzter Zeit zu den Kindern Hargons mehr und mehr meiner Krieger übergelaufen sind, der dunklen Seite sich zugewandt sie haben, der Wald, den zu schützen sie geschworen, sie jetzt zerstören. Standhaft wir Schützenwichte bleiben, doch nicht so standhaft die Bogenwichte waren und nicht zulassen wir können, dass hier sie bleiben. Deine Hilfe wir brauchen. Du Bogenwichtverräter besiegen, du musst und dann ein Geschenk dir ich gebe. Etwas Wunderbares, das einen Wald kann erschaffen. Unseren Wald diese diese lila gesichtigen Verräter heimsuchen. 10 von ihnen besiegen du musst. Das ist ja easy going, Alter, 10 Stück, das dauert ja nur eine Minute. An den Bäumen in der Gegend Eicheln wachsen, wenn in den Boden du eine einpflanzt, ein neuer Baum... Yes! Aber um zu voller Größe zu wachsen, viel Zeit diese Eichel braucht, ja deswegen haben wir Dünger. Falls Geduld dir fehlt, junger Mensch, Dünger du benutzen kannst, dann schneller deine Eichel wachsen würde. Mehr über diese Dünger du erfahren möchtest? In einer Höhle bei einem Sumpf ein Ork lebt. Das ist... Alter, geil! Mit Eicheln kann man Bäume... Deswegen gibt's aus den Stämmen keine Setzlinge mehr, weil man dafür jetzt Eicheln braucht. Okay, da müssen wir uns Eicheln abschlagen. Wir haben zwar nicht so viel Baumplatz bei uns in der Siedlung, aber 2 Stück. Ist natürlich die Frage, wenn da so ein Baum rauskommt, den kann ich in der Siedlung nicht gebrauchen. 2 kleine Bäume, okay, aber so ein Riesending wäre schadhaft. Ja. Dein Gesicht, blass und rosa es ist, gar nicht grün, ein Mensch du musst sein. Diese Bäume du kennst, von ihren Stämmen du Rinde gewinnen kannst, diese Rinde manchmal Gibbonzen tragen. Kein Problem. Ich weiß Bescheid. So, dann lasst uns hier auskundschaften. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ihr lila gesichtig seid, wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr Gibbonzenpack. Er ist einfach umgefallen. Er ist einfach umgefallen, das ist mir so sorry. Oh Gossam. Okay, wir mussten ja testen zumindest. Nein, 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 du sollst nicht alle... Oh Mann, mal rote. Please. Please do what I not want from you. Zack, 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 zack. Alter, hier sind ganz schön viele Gegner. Das ist ja hier ein Open World Rollen-Fighting-Game. Das ist ja hier Button-Smashing. Ja, noch ein Heilkraut. Oh ja, gut. Es lohnt sich doch, die Gebunzen zu killen, um an die Heilkrautsamen ranzukommen. Und euch lohnt es sich zu killen für die... für den Kot, für die verschimmelte Erde quasi. Weil wir brauchen, wenn der Baum wirklich so lange dauert, dann brauchen wir natürlich den Dünger bei dem. Och nee, aber so viel müssen es jetzt auch nicht sein. So. Lasst uns diesem Wege folgen. Zum letzten... Oh. Oh, oh. Oh, 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 Jesus Maria. Das ist dann wohl endlich mal das Ende der Insel, abgesehen von diesem Berg, den wir... kann ich... Das müssen wir jetzt mal kurz gucken. Kann ich die Fernsicht weiterstellen? Einstellung für Aufstand... da kann man ein Symbol... Helligkeitszone, Text, Musik... Wassertransparenz, Glas... Nee, die Weitsicht, die kann ich nicht einstellen. Das ist natürlich... Wartet, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz testen. Wenn ich jetzt sage, Schnappschussmodus, Fernsicht. Nee, scheiße. Man kann voll nicht weit gucken. Man kann voll... Oh nee, das ist schade. Das ist schade. Mein Mensch sich nähert, solch merkwürdige Hautfarbe du hast, nicht das gesunde Grün von uns Schützenwichten, nein. Jenseits dieser Brücke die Ruinen einer uralten Kirche liegen, ihr Friedhof dem Verfall preisgegeben ist. Vor langer, langer Zeit ein merkwürdiger Mensch dort lebte, einen Sammler von Samen sie ihn nannten, ausgesprochen merkwürdig. Ja, ich denke mal, das sind die sexy Melonsamen. Kürbis, nicht Melone.
brauchen wir auch 30 Stück von Jesus Magdalenae. Sieh an, hast du etwa eine neue Samenart gefunden? Das muss einer von diesen Kürbissamen sein, von denen Rosie gesprochen hat. Ich frage mich, was der hier zu suchen hat. Vielleicht hat jemand ihn fallen gelassen. Und vielleicht ist dieser jemand noch irgendwo in der Nähe. Sehen wir uns mal um. Möglicherweise finden wir noch mehr Samen. Ja, davon will ich doch mal ausgehen. Kann ich die abreißen? Nee, da reicht der Hammer nicht für. Jau, jau, jau. Hier noch mehr Wuff. Okay, da. Ja. Okay, wir folgen erstmal dem Hund. Oh. Dann machen wir doch erstmal das hier. Kurskugel. Shanna aktiviert die Kurskugel. Du kannst jetzt hier hinspringen. Zerstörte Kirche. Muss ich jetzt alle 30 so sammeln? Wir werfen einen ganz kleinen Blick nur mal rein. Okay, das reicht schon. Mann, wieso sind die denn allein so verteilt? Hündchen! Kann man die Grabsteine lesen? Nee. Mädchen, Ari! Lass mich doch mal gucken! So, ist hier das jetzt... Okay, ich gehe... Okay, das letzte Rätsel wird also... Das letzte Rätsel wird also auf dieser anderen... Dingsbums sein. Auf diesem anderen Berg. Zumindest hoffe ich das. Wir haben 9, ne? Wir haben 9. Wir hätten jetzt natürlich erstmal die Schützenwichte töten können. Oh, wo? Hä? Ja, Scheiße, wo ist sie denn? Ach so. Alter. Wir sind der Fährte bis hierher gefolgt, aber unser geheimnisvoller Samenverlierer ist nirgendwo zu sehen. Was meinst du? Sollen wir mal nachsehen, ob wir hier noch was anderes finden? Ja, natürlich. Sehen wir nach, weil wir finden alles, Mann. Was ist los, Ari? Stimmt etwas mit diesem Grabstein nicht? Moment mal. Könnte derjenige, der all diese Samen fallen gelassen hat, hier beerdigt sein? Nanu? Shanna, sieh nur, da drüben! Hey, wer ist da? Zeig dich! Oh nein, du hast mich gefunden! Oh, ist das ein Grünfeld-Retriever? Kein Wunder, dass du mich aufgespürt hast! Mit so einem guten Schnüffler an deiner Seite. Aber sie sind so unberechenbare Wesen. Nicht jeder kann sie einfach so zähmen und ausbilden. Nur, wer bist du? Was willst du denn von mir, du Pisse? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Wir müssen erst mit dem reden. Vielleicht sagt er uns ja, wir sollen hier runterkommen. Nicht, dass ich schon wieder irgendwas zu schnell mache. Alter, hier sind 4 Truhen. Hier sind 4 Truhen, Mann. Und eine Ratte, das ist das Beste. Scheiß auf die Truhen, Hauptsache hier ist eine Ratte. Okay, das ist irgendwie die Kappe, nicht die Kappe. Oh, wie heißt denn das unter der Kirche? Die Krypten. Na gut, die Krypta ist es eigentlich, hier sind ja keine Toten.
Gut, wir müssen erstmal mit dem quatschen. Vielleicht führt der uns, der wird uns ja... Also wenn er uns nicht hier runterführt, dann wissen wir ja zumindest, dass wir hierher kommen müssen. Aber das Rätsel war nicht da. Das haben wir auch schon mal geklärt. Gibt's hier Seesterne, dass ich nicht nach da hinten laufen muss vielleicht? Auf Stein sind die, glaube ich, nicht. Ich glaube, die sind eher so bei Sandzeug. Naja, gut. Bum, bum, badum, wuff, wuff, wuff. Ja. Das ist nicht hier, das ist da unten, Hund. Du suchst Kürbissamen? So ist das also. Als ich noch am Leben war, habe ich Kürbisse angebaut. Die Samen habe ich versteckt, damit die Kinder Hargons sie nicht finden konnten. Sie haben nicht nur meine Samen gestohlen, sondern auch meine Kirche in einen unheiligen Schrein der Zerstörung verwandelt. Oh weh. Ey, sag mir nicht, ich muss das Ding wieder aufbauen, dann töte ich dich nochmal. Wenn es nur einen Bauer auf der Insel gäbe, einen, der den Schaden wieder instand setzen könnte, den sie angerichtet haben. Was? Du bist eine Bauerin? So siehst du gar nicht aus. Eigentlich siehst du nach gar nichts aus. Wenn du wirklich eine Bauerin bist, könntest du vielleicht die Kirche wiederherstellen. Wenn du das tust, gebe ich dir ein paar Samen dafür. Triff mich in der Kirche, ich erkläre dir, was du tun musst. Altes Hexenweib, ey. Altes Hexenweib, ich baue dir bestimmt nicht das komplette Ding wieder auf. Rapunzelbär, Rapunzelschaum, Rapunte, Rapante. Oh, Rapante, Rapante. Okay, hier ist wohl auch ein wichtiger Rara begraben. Haben wir das kleine Inselstück hier fertig? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das haben wir, das ist klar. So, und hier muss das Rätsel sein. Rapante, Rapante. Lotte hat Tampe, Patampe. Zack, zack, zack. So, wir müssen uns umgucken. Säulen könnte ich kaputt machen. Oh ja, ja, ich hab's gesagt bei den Holzdingern. Ich hab mir gewünscht, dass es auch so eine steilen Säulen gibt. Und es gibt sie, man kann unendlich hohe Steinsäulen bauen. Das ist so ein Perf... Oh, für das, was ich bauen will auf der freien Insel, für dieses riesen Bauwerk, für den Eingang Perf... Oh, thank you. Thank you. In Teil 1 gab's ja auch diese Säulen, aber das waren ja feste Bauteile. Die waren ja nur dreier Höhe. Die konnte man ja nicht beliebig hochmachen. Oh, thank you. Thank you so very much. Alter, was bist denn du für ein Spinner? Was? Achso. Jetzt lass mich doch erstmal gucken hier, bitte. Aha. Passt auf. Einmal kurz genommen. Altar. Ein Altar ist das. Ja, eine Kirche, eine Kirche. Ich habe ja gesagt, Burgen, Burg und Schloss, sowas mag ich eigentlich nicht. Sowas habe ich auch nicht vor zu bauen. Aber eine Kirche wäre was. Da hätte ich noch richtig Bock drauf. Aber so leid es mir tut, ich habe null Plan, wie man eine Kirche bauen sollte. Ich meine, wir hätten jetzt hier eine, die ich ja grundsätzlich als Vorbild nehmen könnte. Ich könnte hier hinreisen, mir das angucken und mit Veränderungen dann sowas bauen. Es ist ja im Prinzip ein langer Gang. Und entweder vorne oder hinten halt mit diesen Flügeln, die abgehen. Aber ich werde mir das überlegen. Ich habe erstmal ein anderes Bauwerk, beziehungsweise mehrere Bauwerke vor, aber eine Kirche. Wenn ich das hinkriegen würde, eine richtig geile Kirche zu machen, da wäre ich happy. Ich könnte einfach dieses Ding, es gibt ja so ein richtig viel gegucktes Video von Minecraft, das ist ja schon Jahre alt. Da wurde ja auch irgendwie in Kooperation von ganz vielen Leuten im Zeitraffer eine riesen Kathedrale gebaut. Ich könnte einfach diese Kathedrale in Dragon Quest Builders 2 nachbauen. Aber das wäre ja gestohlen.
Mal gucken, Leute. Alter, du Hexe. Sieh nur, Herr Bauerin. Die Kinder Argons haben einen heiligen Altar in diese grässliche Monstrosität verwandelt. So geht das nicht. Grässlich? Na, ich weiß nicht. Ich finde, diese Statue sieht irgendwie cool aus. Nun, ich kann sie nicht leiden. Und ich will, dass du sie in Stücke haust. Es ist nicht nur die Statue, Herr Bauerin. Ich will, dass du den ganzen Altar wieder vernünftig herrichtest. Wenn du wirklich eine Bauerin bist, dann sollte das ein Kinderspiel für dich sein. Anleitung? Bauplan? Was? Okay, wir planen wieder was Festes jetzt hier. Jo! Naja, haben wir schon mal einen Altar, falls wir mal eine Kirche bauen wollen. Ein heiliger Altar. So, Ladies, Gentlemen, zwei Kerzen haben wir. Kronleuchter haben wir nicht. Ein Altar, der ist doch da. Altes Buch. Eins von eins haben wir. Göttenstatue. Okay, ist kein Problem. Wir brauchen zwei Kronleuchter, einen Altar und eine Göttinnenstatue. Das muss der Bauplan sein. Sieht genauso aus wie der alte Altar. Die alte Göttinnenstatue und der Altar stehen immer noch hinten im Lagerraum der Kirche hinter ein paar Kisten. Du kannst sie benutzen, um den Bauplan fertigzustellen und den Altar im alten Glanz erstrahlen zu lassen. Ja, das war mir klar. Ich bin ja nicht doof. Ich bin ja nicht doof, du Hexe. Was war das? Die Göttinnenstatue. Ja, dann können wir den Altar hier selber behalten. Nein! Oh, alter Schwein gehabt. Schwein, ich dachte, das war nichts zum Leben. Okay. So, bitte gib mir das Buch. Thank you. Oh, eine Statue für uns. Falscher Jötze. Ach so, das hier sind auch böse. Heiliger Altar! Squididdle-Squidoo! Wartet, gehört der Stein hier hin? Juhu! Mein Altar! Er ist so gut wie neu! Ich danke dir! Gehört der Stein hier hin? Das kann ich mir unmöglich vorstellen. Das kann ich mir unmöglich vorstellen. Alter! Burgmauer, wie alter, wie lange hat das denn gedauert? Eine schreckliche Statue, der die Kinder Hagons schauerliche Schwüre darbringen. Ein lästerliches Licht mit geisterhafter blauer Flamme. Ein sündiger Schrein, den die Kinder Hargons für dunkle und diabolische Rituale verwenden. Und ein Block prächtigen Mauerwerks, der aus perfekt polierten und einheitlich angeordneten Stücken Stein besteht. Wird zu so oder so, wenn gestapelt. Ja, ist doch geil. Ach, seht ihr, in Teil 1 gab es quasi diese beiden Blöcke, zu denen er wird. Quasi der Boden und die Decke. Oder unten und oben. Und jetzt ist es nur der eine und der verwandelt sich dann automatisch. Auch cool, so haben sie sich natürlich ein bisschen was gespart. Der schmale Samen eines heilsamen Strauchs in Erde ansehen, um Heilpflanzen zu züchten. Der flache, glatte Samen eines großen, grünen Kürbisgemüses in umgegrabener Erde ansehen, um Kürbisse zu züchten. Ja, sexy. Sexy. Weg mit dir, weg mit dir. So, das Buch kann man trotzdem nicht lesen. Noch einmal vielen Dank, Erbauerin. Es war toll, dir beim Arbeiten zuzuschauen.
Diese Kirche wurde vor langer, langer Zeit von einem Erbauer konstruiert, der nach Grünefeld kam. Streng genommen hat er fast alles hier erschaffen. Er hat die ganze Insel von einem Brachland in eine wunderschöne Utopie verwandelt. Wenn ein Erbauer das alles gemacht hat, wieso glauben dann alle hier, dass Erbauer nur Zerstörung und Verzweiflung bringen? Tja, das ist eine lange Geschichte. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Wir haben Gesellschaft. Kein Problem. Was hat dieser abscheuliche Altar zu bedeuten? Was fällt euch Dumpfknochen ein, unseren unheiligen Altar in Hargon zu zerstören und an seiner Stelle auch noch etwas Neues zu erbauen? Da sind die Kinder Hargons schon wieder. Komm, Shanna, erteilen wir dem Knochenkerl dort mal eine Lektion. Eine Grube Monster, Shanna, Motherfucker! Du bist doch lächerlich. Oh. Okay, wir müssen vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh! Okay, die sind gar nicht mal so scheiße. Oh, Alter! Great! Well done! Fast Stufe 10. Wieso ist hier überall Erde? Hier ist so überall Stein. Wieso fehlt denn da Erde raus? Naja, wir nehmen das alles mit. Da kenne ich nix. Man, ja, leichter gesagt als getan. So, hier ist hier draußen alles kaputt. Das macht gar keinen Sinn. Jetzt die Kirche noch kaputter, als es eh schon ist. Naja, seht ihr, gerade deswegen kommt es jetzt ja auf den einen oder anderen zerstörten Stein extra, kommt es jetzt natürlich auch nicht mehr an. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob wir testen müssen, ob hier oben vielleicht eine Kiste liegt. Wir könnten natürlich das gar... Aber nein, wir bauen hier auf... Perfekt. Das ist klar, du musst halt überall draufklettern und gucken, ob da was ist. Und hier haben wir eine schöne Kiste. Das Dach könnten wir natürlich nehmen und bei uns verbauen, aber das mache ich jetzt auf der ersten Insel jetzt nicht mehr. Da habe ich nicht mehr den Nerv zu und es lohnt sich auch einfach nicht, weil wir wären jetzt ja logischerweise, wir sind bald fertig mit der Insel. Und da reiße ich hier das jetzt nicht alles ab, um dann das bei uns aufzubauen. Ein Trasilblatt. Ja, nehmen wir. Ist ein wertvolles Skri-Item. Ich hatte noch keine. Deswegen nehme ich eine. Damit ich die auch kenne im Inventar. Na gut, mehr wird auf dem Dach nicht sein. Das Trasilblatt reicht ja völlig aus. Autsch. Gib mir was. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen frevelhaft, wenn ich mich da auf den Altar stelle. Das war wirklich gruselig. Ich dachte schon, ich müsste nochmal sterben. Danke, dass du diese Fanatiker vertrieben hast, der Bauerin. Und dir danke ich auch. Du magst zwar spitze Öhrchen und komische, gruselige Augen haben, aber mit dem Kämpfen kennst du dich aus. Aber was genau bist du? Und dich umgibt eine solch mächtige Aura der Zerstörung. Was meinst du damit? Ich bin einfach nur... Ja, ich? Tja, wenn du das sagst. Ihr seid mir beide eine große Hilfe gewesen. Ich schule euch mein Unleben. Es mag nicht viel sein, aber ich will, dass ihr die hier bekommt. Yeah!
Schon hält mir warm. Da, wo diese herkommen, gibt es noch mehr, wenn ihr sie haben wollt. Sie befinden sich unter der Erde in den Katakomben. Ihr müsst den Boden aufreißen, um an sie heranzukommen, aber sie gehören ganz euch. Versprecht mir nur, sie in guten Boden zu pflanzen und jeden Tag zu gießen. Wenn du doch nur ein neues Gottesgewächs anbauen und ein Erntefest abhalten könntest, da würde ich vor lauter Glück diese Welt endgültig verlassen. Was? Genau das hast du vor? Und ich darf kommen und mitmachen, wenn du das machst? Ich bin so froh, ich könnte... Moment, ist das ein Trick? Willst du mich so glücklich machen, dass ich für immer verschwinde? Tut mir leid, ich bin nur paranoid. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Viel Glück bei deiner Mission und vergiss die Kürbissamen im Keller nicht. Geil, die Kürbissamen haben wir quasi vor den Tomaten scheiß gesch... Nee, quasi doch. Seht, okay, weil seht ab, wenn... Gut, hab ich doch gesagt. Seht ab, zum Glück haben wir das nicht gemacht. Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Und damit endet eine weitere Folge von Dragon Quest Builders 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.